Cursor sind das, oder? Cursor off. Kommt man nicht den Knopf hier drücken? Ja, man kann ihn nicht mehr drücken. Man quittiert mit dem eigentlich. Man dreht hin, wo man es braucht, und dann quittiert man mit draufdrücken. Ja, das ist aber jetzt nicht so original. Müssen wir noch einen Knopf einbauen. Das ist immer da gestanden. Ist vielleicht einmal runtergefallen oder sowas. Jetzt haben wir eine halbe Stunde, um den Knopf am Osten zu richten. Ja, schrauben wir es auf. Du meinst... Was überredet. Was soll der Geiz? Überredet, schrauben wir es auf. Wichtig bei Torx immer mit dem größeren anfangen und auf die kleinen wechseln, weil eine Nummer... Passt nicht? Es war nicht sonderlich stark zugedreht, möchte ich jetzt mal gesagt haben. In Wirklichkeit habe ich noch nie was kaputt gemacht on stream. Boiler, Senseo. Ja, das war wegen deiner Software, die nicht funktioniert hat. Moment. Der Clip ist abgebrochen, guck. Der ist nämlich echt, der macht nämlich ganz komische Geräusche beim Auf- und Zumachen. Die sind total ungut gemacht, die Dinger. Machen immer so krrt, 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 krrt. Ich hole einen Akkuschrauber, so viele Schrauben wie das sind. So, jetzt müsste das Ding aufgehen, oder was? Nee, noch nicht ganz. Die BNC-Buchsen hinten. Aber. Ja, das geht. Sollen wir hinten die BNC-Buchsen aufschrauben? Ja, ich halte es doch für vorteilhaft. Also für ein nötiges Spezialwerkzeug. Ja, es ist wirklich ein Spezialwerkzeug für BNC-Buchsen. Ich meine, die sind eh alle nur handfest. Jetzt müssen wir mit der Hand aufschrauben können. So, oh, das hängt irgendwo. Am Lüfter, oder? Oh mein Gott, am Netzteil und am Lüfter. Ich würde sagen, wir müssen als allererstes mal vorne die Tasten rausmachen, die Drehknöpfe. Ich werde dafür mal als allererstes meine Signalgenerator rausmachen. So. Ist total genial, da ist eine komplette Ausnehmung in der Platine drin, wo quasi vom Signalgenerator die... Also wenn jemand einen Signalgenerator braucht, so sieht ein Signalgenerator aus. Ah, müssen wir jetzt doch den kompletten Deckel abmachen, oder? Dann ist wahrscheinlich doch so, dass die BNC-Buchsen und so vorne am Deckel nochmal gekontert sind, ne? Mal schauen, was da rumkommt. Ich meine, es ist halt leider die mit Abstand wichtigste Taste von dem ganzen Teil, ne? Mhm. Sonst würde ich es einfach ignorieren, dann würde ich es jetzt nicht machen, diesen Stress. Da. Da, sag mal. Die wollen es ja aber wissen. Das sieht gut aus. Klonk. Wupp. Schwupp. Ah, wir müssen gar nicht weiter. Guck, das ist schon mal gut. Dann müssen wir nur den hier tauschen. Das ist ein Bedrahteter. Ja, das Ding ist sogar geschraubt, da kannst du das Kabel abnehmen. Ha! Da ist sogar ein Bestückdruck drauf mit einer Schraube. Bin gerade total hin und weg. Also die haben hier einmal diese Schrauben drauf, total witzig, als Bestückdruck. Und was man hier total toll sieht, man hat ja hier diese Goldfinger, wo dann diese Kohlenupsis von den Tastern drauf gehen. Und hier hat man zwischen den Goldfingern hat man die LEDs verbaut. Sieht man hier ganz gut, ne? Mhm. Total raffiniert. So, jetzt schauen wir mal auf erst. Boah! Ich bin gerade komplett hin und weg. Moment, da ist Hirn drauf? Ja, ja. Guck dir das mal an. Oh, der ist geklebt, den kann man nicht abmachen. Unten dann. Mhm. Guck dir das mal an. Seht ihr das, Leute? Der hat hier die Bolzen für die Muttern. Und hier ist nochmal ein Bolzen drin mit zwei sowas wie Passstiften, nenne ich es mal, wo quasi die Platine richtig einrastet, damit sie positionsbestimmt ist. Mhm. Ist ja abgefallen. Brauchst du ein helfendes Händchen oder kannst du es von alleine? Krieg allein kaputt. Ich glaube, mein Rechner hat jetzt, obwohl ich gesagt habe, nicht neu starten, neu gestartet drüben. Fünfergruppe, das ist die und das wäre der oben in der Ecke. Das sollte der richtige kaputte sein. Warst du den kaputten?
Oh, da gibt's einen Karton, da steht Fischfeder drauf. Vielleicht sind da auch die Inkrementalgeber drin. Es ist relativ cool. Ich finde das jetzt gerade toll. Da. Ich finde das gerade toll. Ich hoffe inständig, dass der passt, weil der hat nämlich Rasten, der Inkrementalgeber hier. Oh, 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 tausch mal bitte alle, Matthias. Endlich Rasten. Ich hasse es, wenn der Inkrementalgeber so dieses schwammige, ich habe keine definierte Position hat. Nicht nur Taster getauscht, sondern gleich Upgrade durchgeführt. Ja. Ist eigentlich total geil, dass das Ostjet jetzt volles Upgrade hat. Ich finde es ja total schade, dass wir es nie wieder zusammengeschraubt kriegen werden. Du meinst wie mit der Kampfmaschine? Irgendwann haben wir unser eigenes gebaut. Oh, wir könnten doch noch hier und oh, wie, was macht man denn hier und oh. Und dann so, oh, lass uns noch schnell ein neues Gehäuse dafür drucken. Mhm. Sieht man das? Haben wir das ordentlich gemacht? So, Matthias. Ich brauche mal das, was du gerade weggibst von mir. Jetzt nutzen wir gleich die Chance. Nehmen ein Stück Klopapier und putzen das Display. Da ist die Seite, wo man nie wieder hinkommt sonst. Genau, man müsste jetzt eigentlich, also eigentlich könnt ihr jetzt alle ausschalten, Leute. Ihr könnt rein theoretisch jetzt einfach die letzten 20 Minuten, eine halbe Stunde könnt ihr einfach rückwärts wiedergeben im Stream. Und dann seht ihr das auch, was wir hier machen. Also ihr müsst jetzt nicht bis zum Ende gucken und am Giveaway teilnehmen. Ihr könnt eigentlich auch jetzt ausschalten. Also ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, als den ganzen Tag die Ostsees hier zusammenbauen. Ja. Das ist okay. Also das ist ein Tick zu lang, aber mit dem kann ich definitiv leben. Mit ein bisschen mehr Gewalt wird man auch noch ein bisschen weiter draufgesteckt kriegen. So. Demnächst klickt er nicht mehr. Ja, noch einen zweiten Trigger oder sowas, ne? Mhm. Weiß ja nicht. Kann man mal brauchen. Lass mal was sein. Schwupp, schwupp, schwupp. So sieht ein Riegel von innen aus. Ist total cool, mal so ein Teil aufschrauben, ehrlich gesagt. Wäre eigentlich auch ein cooles Video gewesen. Oh, muss ich das fertig gemacht haben. Ich meine, man könnte jetzt rein theoretisch, feigerweise, bevor man alles komplett zusammenschraubt, testen, ob es nur geht. Hm. Nee, das gibt, glaube ich, ein Zweitgewinde. Nee, nee. Also beim Auseinanderschrauben sah es einfacher aus. Jetzt geht's. Guckst du, weil die ganzen Gewindegänge mal durchgeschnitten sind, geht es auch. Witzig, oder? Hm. Von der Idee her. So. Die Füße. Ah, okay. Hier sind nämlich Kunststoffschrauben. Die kommen da unten rein. Du musst nur die Füße einbauen, sonst kannst du sie nie wieder eingesetzt. Ja, was sollen wir die reinbauen? Die sind eh immer kaputt und so und brechen dauernd, nerven mich. Ich meine, der ist eh schon abgerissen, der eine. Mensch, du hast es gerade geschafft, das Ding mit dem Warranty. Der war der Warranty Void Aufkleber. Ich habe den gerade wieder festgeklebt, weil der geht fast spurlos ab. Der geht eigentlich, ja. Also ich meine, niemand hat das aufgeschraubt. Es war nie offen. Das muss man erst mal jemand beweisen, dass das offen war. Jetzt guckt mal, also Beweis, ne? Hier, leer, nichts leer. Nichts übrig, alles wieder eingebaut. Vielleicht sogar an den richtigen Stellen. Laut Skript ist er kaputt oder inventiert, genau. Introventiert. Es bootet immer noch. Aber es wird. So, mal gucken, was mit Klicken geht. Haha. Nee, sogar die Richtung passt. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir jetzt gleich. DC. Ja, Richtung passt. Und die Raststufen? Und Klicken. Und die Raststufen passen sogar. Das ist mir jetzt nichts, weil es gibt ja welche, die zwischen den Raststufen standen, welche. Das passt, guck, exakt. Mhm. Leute, wir haben gerade hier quasi mal echt, also ich will jetzt nie wieder irgendwas hören, dass ich immer in jedem Stream irgendwas kaputt mache. Wir haben jetzt auch was repariert. Alles perfekt. Hm. Wenn du meinst, dann? Ideal. Wir haben keine Schrauben übrig, das Gehäuse ist zusammen, die Füße unten. Guck.
wie die, sie einfach nicht. Die gehen immer noch gleich beschissen wie vorher. Guck, wie der da hochbiegt. Der, das ist echt, diese Füße sind echt das allerletzte bei dem Teil. Da habe ich immer schon Angst gehabt, dass die abbrechen beim Betätigen. Mhm. Sind sie auch, wie man gesehen hat. Ja. Sehr schön, Leute. Wir haben im Stream eine Erkenntnis gehabt und ein Ding repariert. Was will man mehr? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao. Ciao.